Liebe Leute, und willkommen bei der Meren heute. Und heute ist Part 2 bei den Weihnachtsbasteleien. Das reimt sich sogar. Und heute zeige ich euch, wie man diesen schönen Tannenbaum bastelt. Und ich würde vorschlagen, let's go! Wie ihr seht, habe ich hier die heilige Serviette, um damit zu basteln, nämlich diesen Tannenbaum. Und ich würde vorschlagen, wie beim letzten Video, würde ich es mir ansehen, was da so draufsteht. Und ich würde mit dem unteren beginnen. Liked das Video. Okay. Abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Also Leute, wenn es hier schon auf dem Tannenbaum draufsteht, hoffe ich, es wird auch erfüllt. Und wir würden uns halt sehr freuen. Und ja, let's go. So, wir haben hier die Serviette von gerade eben. Und ich schau, also hier ist einmal diese, wo die vier Dinger sind. Und dazu, damit wir es machen, müssen wir es einmal so drehen. Also beim letzten Video war es hier oben und bei diesem Video muss es hier unten sein. Wichtig. Und als nächstes ganz leicht, einfach hier von der ganz von unten zu oben und es muss immer kleiner werden. Ganz leicht. Und ja, jetzt haben wir es so. Und ganz leicht müssen wir es einmal umdrehen. Und es einmal so formen. Aha. Wichtig ist, dass wenn ihr die zwei hier habt, dann soll es hier ein Dreieck bilden. Das ist sozusagen das Geheimnis, damit man es leichter macht. Und es ist wichtig, dass es hier nicht spitz ist. Oder, ja, auf jeden Fall, hier muss ein Dreieck sein. Und dann kann man es gleich auch umdrehen. Und dann beginnt man mit den ganz oberen bis hierher. Dann mit den unteren bis dahin. Und man stopft ganz leicht es da rein. Das gleiche macht man mit den anderen hier unten. Rein mit dir. Das gleiche machen wir mit den hier. Rein mit dir. Und jetzt sieht es so aus. Und das gleiche machen wir natürlich auch mit den ganz unten. Und dann sieht es so aus. Ganz nah sind wir dem Ende. Nur die einzige Sache sind diese Dinger da, Stirne. Also hier. Jetzt seht ihr es, ne? Und da müssten wir es einmal umdrehen. Und ganz leicht es hier so falten. Also ich wiederhole zurück. Wir falten es einfach einmal hier hin. Und dann ist fertig. So, jetzt haben wir auch unseren Tannenbaum fertig. Und es sieht wunderschön aus. Schöner als das erste. Leute, und es war auch dann mit dem Video. Und falls euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Videos zu verpassen. Und ich würde vorschlagen, ciao!